Hallo meine Lieben, auch am heutigen Samstag gibt es ein kleines Extra-Video aus dem MDS-Fundus, aus einer Zeit, als wir noch nicht so viele hier waren, wie wir es heute sind. Und dieses hat es wirklich in sich. Die Lösung des sogenannten Fermi-Paradoxons, also warum wir zumindest offiziell noch in keinen Kontakt mit Außerirdischen getreten sind. Und diese Lösung verortet dann auch noch Aliens nicht irgendwo im weiten All, sondern direkt vor unserer Haustür, mit der Hilfe eines neu entwickelten Teleskops aus China. Welche revolutionären neuen Erkenntnisse dazu führen, dass wir den unbestreitbaren Beweis schon in den nächsten Tagen, Wochen oder Monaten erbringen könnten. Wie unvorstellbar hoch diese außerirdische Technologie ist, so dass wir sie bisher noch nicht erfassen konnten. Wie uns genau dies nun aber gelingen könnte, was dies mit den Greys zu tun hat und vieles mehr, seht ihr wie immer nach dem Intro. Die Kardoschow-Skala. Sie ist eine Kategorisierung der Entwicklungsstufe extraterrestrischer Zivilisationen nach deren Energieverbrauch. 1964 vom russischen Astronomen Nikolai Kardoschow entwickelt, hilft sie uns eine Antwort zu finden, warum eine außerirdische Zivilisation noch keinen offenen Kontakt zu uns aufgenommen hat. Doch nach den neuesten Erkenntnissen einer Forschungsgruppe ist anhand der Kardoschow-Skala abzulesen, dass eben jene Außerirdische schon längst hier sind. Die Skala selbst ordnet außerirdische Zivilisationen in drei Kategorien ein, auf Basis ihrer Energienutzung. Typ 1 – eine planetarische Zivilisation, die in der Lage ist, die gesamte auf einem Planeten verfügbare Leistung zu nutzen. Typ 2 – eine stellare Zivilisation, diese ist in der Lage, die Gesamtleistung ihres Zentralsterns zu nutzen. Und Typ 3 – die galaktische Zivilisation, sie ist in der Lage, die Gesamtleistung einer Galaxie zu nutzen. Eine Typ-2-Zivilisation ist danach etwa mit 10 Milliarden Typ-1-Zivilisationen vergleichbar, eine Typ-3-Zivilisation mit 100 Milliarden Typ-2-Zivilisationen. Wir Menschen auf der Erde liegen noch weit unter dem Erreichen des Status einer Typ-1-Zivilisation. 14 Jahre vor der Veröffentlichung der Kardoschow-Skala brachte der Physiker Enrico Fermi einen Gedankengang in die Welt der Astronomie, der bis heute nachhallt. Sein sogenanntes Fermi-Paradoxon sagt aus, dass es extraterrestrische Intelligenz gibt, die technisch hochentwickelte Zivilisationen über Millionen von Jahren aufrechterhalten kann. In dieser Zeitspanne sollte es mittels interstellarer Raumfahrt möglich gewesen sein, die gesamte Galaxie zu kolonisieren. Und der Wahrscheinlichkeit nach sollte dies bereits geschehen sein. Dass dennoch die Suche nach den Spuren von außerirdischem Leben bisher erfolglos blieb, erschien ihm paradox. Ist die Erde doch so einzigartig im Universum, dass es dort draußen keine weiteren Zivilisationen geben könne? Oder sind Planeten wie unserer so rar gesät, dass die Überwindung der Galaxien selbst für eine hochentwickelte Zivilisation unmöglich erscheint? Dr. Zsa Osmanow, Professor für Physik und stellvertretender Dekan der Fakultät für Physik an der Freien Universität von Tiflis, hat nun eine Arbeit abgeliefert, die das Fermi-Paradox auflöst. Seine revolutionären Gedanken verbinden dabei die Kardoschow-Skala mit dem für die Welt bisher unlösbaren Gedanken Fermis. Und der Beweis für seine Annahme steht kurz bevor. Was genau hat der Physikprofessor herausgefunden, dass die Welt schon sehr bald auf den Kopf stellen könnte? Und warum steht der erste unwiderlegbare Beweis für eine intelligente außerirdische Zivilisation kurz bevor? Einer so weit fortgeschrittenen, dass sie vor unseren Augen im Sonnensystem bisher verborgen blieb. Die Greys. In der Ufologie handelt es sich um kleine, etwa 1,20 Meter bis 1,50 Meter große humanoide Außerirdische. Ihre Arme und Beine seien lang und dünn, ihre Farbe blass und gräulich, mal drei, mal vier Finger und mit einem ungewöhnlich großen Kopf auf einem dünnen Hals versehen. Ihre Augen werden von Zeugen als oval, tiefschwarz, groß und mandelförmig beschrieben. Nicht wenige nehmen an, dass die Greys keine lebenden Organismen sind, so wie wir sie kennen. Sie seien das, was wir am ehesten als biologische Roboter bezeichnen. Und es spricht so einiges dafür, dass dem wirklich so ist.
So werden diese Kreaturen als gefühllos beschrieben, ohne emotionale Regung oder Anteilnahme, als folgen sie einem strikt einprogrammierten Plan. Ihre äußerlichen Merkmale deuten ebenfalls auf einen nicht biologischen Ursprung hin. Nach den Beschreibungen derer, die in Kontakt mit ihnen traten, haben sie keine erkennbaren Reproduktionsorgane, keinen Bauchnabel, eine künstlich erscheinende Haut und ihr Kopf sei viel zu groß für den dünnen Hals, auf dem er sitzt, so dass er aus einer evolutionären Entwicklung nie hätte entstehen können. Zudem sei es zwingend logisch, dass bevor eine außerirdische Zivilisation die Erde erreicht, zunächst eine künstlich erschaffene Intelligenz mit uns in Kontakt tritt. Schließlich machen wir nichts anderes. Wir senden Sonden zu unseren Nachbarplaneten, um nach Spuren von Leben zu suchen oder das weite Weltall besser zu verstehen. Dr. Osmanow hebt die Annahme humanoider außerirdischer Bioroboter in Form der Grays auf ein nochmal höheres Level. Und es könne dank einer revolutionären Technik aus China jeden Moment soweit sein, dass wir einen Beweis für seine Theorie finden. Die Existenz Außerirdischer in unserem Sonnensystem und damit ebenfalls auf der Erde. Was hat der Physikprofessor Weltbewegendes herausgefunden? Stehen wir kurz vor dem ersten Kontakt mit außerirdischen Wesen? Und welches neue Instrument könne dies nun in den nächsten Tagen, Wochen oder Monaten beweisen? Osmanow sagt, dass eine Zivilisation, die den Typ 2 auf der Kardaschow-Skala erreicht hat, problemlos in der Lage sei, eine Flotte von von Neumann-Sonnen zu produzieren. Diese Sonnen sind das, was wir uns am ehesten unter dem Begriff der Nanoroboter vorstellen können. Mikroskopisch kleine, sich selbst replizierende Roboter, die Ressourcen von Planeten und Asteroiden sammeln, um neue Kopien ihrer selbst zu bauen. Der Wissenschaftler sagt, dass Nanotechnologie die offensichtliche Wahl für eine Erforschung des Alls durch eine außerirdische Zivilisation sei. Eine Sonde, die einmal gebaut, sich schnell durch den Kosmos bewegen kann, sich selbst aufgrund ihrer Reproduktionseigenschaften heilen kann, in der Lage dazu ist, sich anhand der Materialien vor Ort zu vergrößern und sich an einer Vielzahl potenzieller Landeplätze anpassen kann, wäre die beste Wahl für die Erforschung des Kosmos. Wir haben die Effizienz von Neumann-Sonden im Mikromaßstab analysiert und festgestellt, dass sie sich in interstellaren Medien effizient reproduzieren können. Die Annahme der nanogroßen außerirdischen Sonden sei nur die konsequente, logische Annahme. Und diese Logik löse zugleich das jahrzehntelang diskutierte Fermi-Paradoxon auf. Denn die Frage, warum sich bisher noch keine außerirdische Zivilisation gezeigt habe, läge auf der Hand. Sie seien schon längst vor unseren Augen, doch können wir sie einfach nicht wahrnehmen. Das Fermi-Paradoxon, das besagt, dass wir schon längst auf eine außerirdische Zivilisation hätten treffen müssen, sei somit aufgelöst. Selbst wenn Milliarden dieser kleinen Maschinen das Sonnensystem infiltrieren würden, könnten wir sie mit unseren aktuellen Instrumenten nicht entdecken, oder sie sind mit für das menschliche Auge unsichtbaren Schilden ausgestattet. Jeder dieser Nanoroboter wäre nur Nanometer groß, also nur ein Milliardstel Meter. Kein Wunder also, dass wir sie bisher nicht entdecken konnten. Doch dies könnte sich nun bald ändern. Haben wir bereits eine Technik, diese nun endlich doch zu entdecken? Eine aus China stammende neue Entwicklung könnte uns helfen, schon sehr bald die Existenz dieser intelligenten außerirdischen Sonden zu beweisen. Osmanow sagt, dass die von Neumann-Sonnen aufgrund ihrer Größe fast unsichtbar sind. Doch es gäbe heute eine Möglichkeit, sie doch zu erkennen. Wenn diese Sonden hypothetisch mit Licht betrieben werden, könnten sie auf ihrer Reise durch den Weltraum kleine Lichtmengen aussenden. Betrachtet man sie mit Infrarotteleskopen, erscheinen diese Lichtstrahlen als Spur, ähnlich wie bei einem Kometen, dessen Schweif man beobachten kann. Alle Ergebnisse deuten darauf hin, dass es ein gutes Zeichen sein kann, wenn ein Fremdkörper mit extrem hohen Werten erhöhter Helligkeit erkannt wird. Das Objekt müsse auf die Kandidatenliste für extraterrestrische von Neumann-Sonnen gesetzt werden. Bisher fehlte uns die Technik, um diese mikroskopisch kleinen Sonnen zu erfassen, doch mit dem weltgrößten Radioteleskop sei dies nun möglich. Die Rede ist vom chinesischen FAST-Teleskop. Im Jahr 2016 fertiggestellt, beendete es erst im letzten Jahr die Testdurchläufe. Am 11. Januar 2020 ging es in den offiziellen Betrieb. Das FAST-Teleskop hat dabei einen erstaunlichen Frequenzbereich von 70 MHz bis 3 GHz. Damit ist es in der Lage, die potenzielle Gesamtreichweite einer Typ 2 oder Typ 3 Zivilisation im gesamten Universum zu erkennen.
Faskan-Schwarm-Emission in einer Entfernung von bis zu 16.000 Lichtjahren für eine Typ-2-Zivilisation und 400 Millionen Lichtjahre für eine Typ-3-Zivilisation erfassen. Zudem sei das FAST in der Lage, die Signatur der angenommenen außerirdischen Sonnen zu erkennen. Sollte das chinesische Radioteleskop einen Blick auf unser Sonnensystem richten und einen Schweif aus Lichtteilchen entdecken, ohne die Anwesenheit eines Kometen oder eines anderen Objekts, das diesen verursacht, so könne man annehmen, dass dieser Lichtschweif von dem stammt, was wir als sich selbst reproduzierende Nanobots bezeichnen, ausgesendet von einer außerirdischen Intelligenz, um das Weltall und das Leben in ihm zu erforschen. Osmanows Theorie könnte wahrlich die Lösung des Fermi-Paradoxons sein. Es ist für mich die bisher beste und logischste Erklärung, warum wir noch nicht offiziell auf eine außerirdische Zivilisation gestoßen sind. Neben der Annahme einer biologischen Spezies auf der Erde, gibt uns Osmanow eine weitere Theorie in die Hände, die uns weit näher an eine außerirdische Zivilisation bringt, als es jedes Teleskop tun könnte. Was haltet ihr von seinen Erkenntnissen? Wird das FAST-Teleskop schon bald die Anwesenheit Außerirdischer offenbaren innerhalb unseres Sonnensystems? Schreibt mir wie immer eure Meinung dazu in die Kommentare. Bis dahin, Augen auf und bis zum nächsten Video.